Hallöchen, meine Damen und Herren. Gestern haben die Wolvenis wieder ein Update gepresst und aktuell kann man tatsächlich sagen, dass sie fast jeden Tag ein neues Update drücken. Diese Updates sind im Schnitt einige paar Megabyte bis hin zu einigen 100 Megabyte groß und enthalten, wie zum Beispiel im aktuellsten Fall, viele Fixes. Diesen aktuellen Update-Rhythmus und auch noch Dinge, die dahinter stecken, möchte ich jetzt ansprechen. Let's go! Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Vor etwas über einem Monat hat sich noch ein sehr großer Teil der CS2-Community darüber beschwert, dass für Deadlock so viele Updates rauskommen, auch täglich mindestens eins, und CS2 einfach liegen gelassen wurde. Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video von mir, dieses Update-Flauten-Ding, da hatte ich darüber gesprochen, dass die Volvos ein neues Studio ranholen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit an Deadlock arbeitet und dann eben auch dafür zuständig ist, dass Updates gepresst werden. Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass die Leute bei Valve wieder mehr Zeit haben für andere Projekte, wie zum Beispiel CS2. Diese These hat sich relativ schnell in diesem Armory-Update bestätigt und auch in den aktuellen Updates, die gerade gepresst werden. Hier haben wir zum Beispiel gerade gestern folgendes Update erhalten, das unter anderem mit Stability Improvements gespickt ist. So ein Update heißt natürlich nicht, dass es jetzt bei jedem auf der Welt sofort tausendmal besser läuft. Doch bei einigen können solche Updates dazu beitragen, dass es dann eben wieder besser läuft oder generell überhaupt läuft. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel den Fall, nee, ich glaube, es war sogar diese Woche, nee, letzte Woche Freitag, dass sich Leute darüber beschwert haben, dass sie einfach nicht spielen konnten. Sie gehen ins Spiel rein, starten die Spielsuche und dann bricht das Spiel ab. Und ja, ich habe dann gesagt, ich weiß auch nicht, was man da jetzt großartig instantly machen kann. Also es riecht ganz stark nach einem Fehler, der von Counter-Strike selbst kommt, der erzeugt wurde durch ein Update. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der auch recht flott wieder gefixt. Und ich meine, dass freitags, das war der 11., ja, da kamen auf jeden Fall auch Updates, dass es hier auch wiederum direkt gefixt wurde. Möglicherweise hier oben erzeugt und dann hier unten gefixt. Natürlich will ich damit nicht schönreden. Es ist saudämlich, wenn das Spiel funktioniert. Und genau dann kommt ein Update und dann geht's für manche nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es leider relativ normal, wenn du ein Spiel hast, an dem durchgehend gearbeitet wird und vor allem ein Spiel, das noch relativ neu ist, vor allem die Engine noch relativ neu ist. Ihr wisst ja, vor einem halben Jahr ging es unter anderem darum, dass einfach zu wenige Volvo-Mitarbeiter überhaupt wussten, wie man richtig mit der Engine arbeitet und die erst eingelernt werden mussten, darum langsamer Fortschritt und so weiter und so fort. Wenn man das alles im Kopf hat, dann ist es etwas verständlich, aber natürlich bin ich nicht verständnisvoll, wenn ich gerade da hock und spielen will und dann geht's nicht, dann reg ich mich einfach auf. Und Biko ist im Chat. Ich habe hier letztens die Szene für eine Reaktion benutzt und habe den Chat eingebastelt. Der alte Mann um diese Uhrzeit. Ich bin übrigens offline, nur so nebenbei, also ich bin nicht live. Wenn wir jetzt hier generell durch die Updates scrollen, sehen wir wie gesagt immer wieder, dass an der Stabilität gearbeitet wird, aber dass natürlich auch Dinge gemacht werden, die noch außenrum eben gemacht werden müssen. Die meisten Updates, die neben diesen Stability Improvements mit dazukommen, sind eigentlich alles so Quality of Life Updates, dass einfach das Spiel insgesamt besser wird, in allen Belangen. Wie zum Beispiel die aktuellen Updates am Damage Prediction System. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Gabe Follower fragt sich hier selbst, ob es hier wohl einfach um schlechte Hitregister geht. Und das kennen wir wiederum alle zuhauf, ne? Du schießt auf einen und irgendwie ist er gar nicht tot. Dabei war ich doch voll drauf! Wir können also mit einer mittelhohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Hit Recognition, die Hit Prediction, Damage Prediction und so weiter und so fort auch verbessert wird. Dass an solchen Sachen gearbeitet wird, also wie halt Tick Rate, Anti-Cheat, die Hit Recognition und so weiter, das was stark in der Kritik steht, ist ja klar, dass sie daran wurschteln. Aber das ist jetzt wieder so ein Zeichen, dass eben tatsächlich was gemacht wird. Ähnlich wie auch über die letzten paar Monate diese ganzen Anti-Cheat-Updates, diese ganzen Dinge, wie sie vorgehen gegen die Boosting-Lobbys, gegen die Bots und so weiter und so fort. Hier ist es einfach immer schön zu sehen, dass was passiert. Natürlich packen sie das nicht in die großen Update-Blocks rein, man muss danach graben und gucken, was genau, aber ja, es graben ja andere, ne? Gabe Follower, Macher, die graben schön danach und zeigen uns die ganze Sache dann. Da dieser Update-Block hier ziemlich am Ende des letzten Livestreams kam, also Mittwochmorgens irgendwann, wir haben ewig lang gestreamt, ich glaube 8 oder 9 Stunden, bin ich gespannt, ob man da heute irgendwas spürt. Ihr wisst, ich bin zum Glück sehr zufrieden mit der Stabilität meines Spiels. Also ich kann Counter-Strike perfekt spielen und dabei streamen, alles auf einem PC, mit einem System, also ich kann alles machen. Ich habe auch einen relativ starken PC, dank euch, vielen, vielen Dank. Da ist es eigentlich kein großes Problem. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Fälle von anderen Leuten, die gute PCs haben, sehr starke Grafikkarten, krasser Prozessor und so weiter und so fort und die trotzdem strugglen halt. Wir sind heute ab 18 Uhr wieder live, also jetzt bald und dann gucken wir mal, wie gut das Spiel läuft. Vor allem bei denen, die zum Beispiel letzte Woche noch große Probleme hatten. Und wo wir schon dabei sind, ganz kurze Anmerkung. Heute gibt es diese M4A4 Temo Kauf für euch im Stream-Giveaway zu gewinnen. Also rankommen und mitmachen. Um 18 Uhr starten wir heute wieder durch. Also in wahrscheinlich 1,5 Stunden, wenn das Video pünktlich kommt. Der Stream ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, also noch kurzes Schlusswort.
Ich bin sehr zufrieden mit dem aktuellen Update-Rhythmus. Es kann gerne so bleiben, dass sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein bisschen was pressen, so ein paar kleine Sachen rausschießen und jetzt vielleicht wieder darauf zurückkommen, wo sie vor einigen Monaten waren. Einmal im Monat ein mittelgroßes Update mit einem schönen Update-Blog, den man sich auch angucken kann. Also nicht das Geschriebene im Text, sondern so eine kleine ausgebaute Seite mit ein paar Bildern, vielleicht ein paar Clips oder sowas, wo du siehst, was gemacht wird. Das hatten wir vor einigen Monaten, ein paar Monate am Stück. Das war sehr, sehr nice und genau das wünschen wir uns alle. Mit dem Armory Pass können wir, denke ich, damit rechnen, dass wir zumindest in diesem Bereich hier immer wieder Updates erhalten werden. Siehe zum Beispiel die Deagle, ja, meine Facecam ist wieder genau davor. 89 Tage gibt es diese Deagle noch, danach kommt da wahrscheinlich was anderes rein. Ich nehme generell an, dass dieser Pass bleiben wird oder diese ganze Geschichte halt so ähnlich oder genauso bleiben wird und sich hier der Inhalt halt verändern wird. Und ich gehe auch stark davon aus, dass sobald eine Operation kommt, diese dann auch hier mit eingebunden wird. Also an sich gar nicht mehr so extrem viel verändert werden muss. Es muss nur missionmäßig halt ordentlich aufgebaut werden. Aber kurzum, ich denke, dass uns das hier noch eine ganze Weile erhalten bleibt, weil die Pässe ja auch kein Ablaufdatum haben. Falls es so ist, dass der Kram irgendwann verschwindet, wird es so sein, dass man die Pässe nicht mehr kaufen kann und die Leute peu à peu alles durchspielen und halt dann einfach kein Pass mehr da ist. Natürlich hauen wir auch hier wieder ein Giveaway ins Video rein. Und hierfür gibt es für euch aus der Gallery Collection eine StatTrak MP5 SD Statics. Bei diesem Giveaway könnt ihr mitmachen, wenn ihr auf folgende Frage antwortet, und zwar, wie das bei euch aktuell so ist vom Feeling her mit den Updates. Findet ihr, ist es jetzt langsam so ein bisschen fairer geworden im direkten Bezug auf Deadlock? Also Deadlock erhält Updates, Counter-Strike erhält auch Updates, ist es für euch jetzt eher besser geworden, weil vor ein paar Monaten, vor einem Monat, vor ein paar Wochen hieß es halt noch, Mann, Deadlock kriegt alles und Counter-Strike gar nichts. Wie siehst du das? Ist es jetzt chillig oder nicht? Haut's in die Kommentare, dann seid ihr automatisch beim Giveaway mit dabei. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, also fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Wir sehen uns dann gleich im Livestream ab 18 Uhr auf Twitch. Haut da rein. Danke für alles und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf